rush defense in the league, and they're going against the Vikings, who will try to avoid becoming one-dimensional. Jo Leute, und damit herzlich willkommen bei Silverfeld Games & More. Ich bin der Flo, wir spielen natürlich Madden NFL 18. Da habe ich schon wieder an Wrestling gedacht. Wir sind das letzte Mal dieses Jahr zu Gast im Lambeau Field, eisige Temperaturen in Wisconsin, Green Bay. McCarthy stimmt ja seine Defense nochmal ein. Es geht gegen die Vikings aus Minnesota. Teddy Bridgewater sehen wir hier. Ich bin mal gespannt, ob er spielt. Ich weiß gar nicht. Aktuell, wer da Starting Quarterback ist. Also in-game quasi. Kyle Rudolph sehen wir da hinten. Wir spielen wieder ohne die Offense. Das heißt, wir werden die Offense der Vikings nicht in Aktion sehen. So, die fangen hier gleich mal an. Oh, Nick Perry stark mit dem ersten Sack. Klasse Sache. 12-Yard Pass. Adam Thielen. Dritter und 5. Und dann nächstes Sack. Mike Daniels. Teddy Bridgewater verletzt raus. Das ist natürlich schade. Das wollten wir so nicht. Ja, aber zweimal gesackt und damit der Punt noch returned um 10 Yards. Klasse Sache. Und die Offense der Packers jetzt in Lambeau Field. Auf geht's. Letztes Spiel ja gegen die Panthers. Ja, war zwar dann der Sieg recht deutlich, aber wer das Spiel gesehen hat, war extrem knapp gefühlt. Die Defense hat uns eigentlich den Arsch gerettet mit der letzten Interception. Aaron Jones wollte ich wieder in das linke Loch rennen, aber bei seinem Spielzug, der nach rechts gelegt ist, ist es extrem schwierig, die Laufrichtung zu wechseln. Weiß gar nicht warum, ist eigentlich voll dumm. Aber egal. 2.8, 2 Yards Raumgewinn nur, versuchen wir gleich noch einmal. Wir werden jetzt mal rechts bleiben. Ja, aber da kommt er wieder durch, Defense mit der 73, weiß ich gar nicht, wer das ist. Wer hat denn die 73, verdammt? Ja, der ist verletzt, Defense Tackle. Also aktuell verletzt in Real Life. Ja. Und dann haben wir 3. und 7, war kein Raumgewinn. Jetzt habe ich hier aber nur eine Kackauswahl an Spielzügen. Holy shit. 3. und 7. Kein Running Back im Backfield. Und Jeff Janis mit dem Catch. Super Sache. 25 Yards Fang. Go Pack Go. Lambeau Field ist da. Damit stehen wir schon an der 30 Yard Line. Klasse Sache. Besonders aufpassen müsst ihr mal auf den Defense Tackle mit der Nummer 97, ne? Addison Griffiths, eine richtige Maschine ist das. Also ohne Scheiß, ey. Leute, guckt doch mal, was macht der da, ey? Wieso stolpert der denn nur, wenn man ihn so ein bisschen da berührt? Ach, das sieht so behindert aus. Da war so viel Platz und ich laufe da wieder wirklich wie so ein kleines Kind, was gerade laufen lernt, ey. 2. und 10. Das war wieder nix. Kurzer Pass, incomplete. Keine Chance für Jordy Nelson. Da 3. und 10 jetzt. Ah, schon wieder so ein 3. und lang. Ja, wir spielen nur unter Druck. Wir spielen nur unter Druck. Gut. Versuchen nochmal den 4 Vertical. Richard Rodgers oder Randall Cobb. Sind natürlich die besten Receiver. Lance Kendricks übrigens fällt da für 4 Wochen aus. Klasse Catch. Richard Rodgers oder war es Cobb? Das war Cobb. Und er macht den First Down. Kurz vor der Endzone. 5 Yards noch. First and Goal für die Packers. Jawohl, so sieht's aus. Wir machen mal einen Lauf. Mal gucken, wie die Defense sich aufstellt. Könnte reichen für 3-4 Yards. Nein, das reicht. Doch, wir haben uns da gut durchgetankt diesmal. Ja, 2 Yards Raumgewinn. Die Lions haben übrigens auch gewonnen, habt ihr gesehen, vor dem Spiel im Shuttle steht jetzt vor uns. Ich weiß gar nicht warum. Und Pass ist incomplete, schade. Keine Chance für Jordy Nelson da. Jetzt schon wieder 3. Versuch. Ansonsten gibt es nur das Field Goal.
Field Goal. Ah, ihr wisst schon. Mal gucken, nehmen wir Cobb. Randall, da haben wir aber extrem Glück gehabt. Da war ich wieder viel zu früh. Ja, und es bleibt nur das Field Goal. Wir werden ja nicht für gehen. Wir nehmen die 3 Punkte erstmal mit. Wenn wir sie mitnehmen. Mason Crosby. Sah gut aus, wenn er nicht geblockt wird. Jawohl, 3:0 die Führung für die Packers. Und damit kommt die Offense aufs Feld. Mal gucken, wer jetzt Quarterback ist. Shields dann mit dem Touchback. 4-Yard-Lauf. Teddy Bridgewater spielt weiter. Gut und war nicht schwer verletzt. Und Interception. Jack Ryan fängt den Ball ab an der 13-Yard-Line. Ja, nehmen wir doch mit, würde ich sagen. Nehmen wir doch mit auf jeden Fall. Klasse Sache, Jungs. Oh, wir wechseln da mal. Oh, ich komme da. Nein, es gibt es nicht. Also wirklich wahr. Ich finde das Laufspiel nicht gut. Letztes Spiel hat es ganz gut geklappt, aber in diesem Spiel ist es so das zweite Mal, dass wir uns da so dämlich bewegen. Ich weiß auch nicht. Kann er nicht nur an mir liegen? Boah, Monster-Hit da. Keine Chance, den Ball zu fangen. 3. und 9. Alter Verwalter, ey. Wird es wieder kein Touchdown jetzt hier? Oder schaffen es die Packers jetzt? Nein! Incomplete! Da stand wieder, war ich ein bisschen zu langsam. War so ein dummer Spiel, wo Rodgers sich so weggedreht hat. Und wieder nur der Field Goal Versuch jetzt. Mason Crosby. Und er sah auch gut aus. Wieder gut der Kick. Damit die 6:0 Führung. Oh, 2 Touchdowns liegen lassen. Es hätte schon eine 14:0 Führung werden können. So, nächster Kickoff. Und nächster Versuch für die Vikings. 4 Yards Lauf über Lucharius Murray. 11 Yard Pass auf Floyd. Jetzt ist Stephon Diggs mit einem 25-Yard Pass. Murray mit dem Pass fangen. Und dann stehen sie schon in der Red Zone. 5 Yards Lauf durch Murray. 3. und 1. Jetzt 2 Yards Lauf nach hinten. 4. und 3. Und damit auch nur das 4 Goal. Nicht viel Punkte bisher. 3. und 6. 3:6. 3. und 6. Ja. Aber gut. Glücklich für uns, dass die Vikings da keinen Touchdown gemacht haben. Na, lauf doch da nicht jedes Mal rein. Also, es ist ein bisschen komisch, ey. Jetzt Injury Time und wer ist verletzt? Jones liegt am Boden, steht aber wieder auf. 2. und 7. Jetzt laufe ich mal genau durch das Gap. So hat es gut geklappt. Diesmal, aber wobei er auch ein bisschen geeiert hat. Egal, First Down reicht für 7 Yards oder war, glaube ich, 8. Egal. Go Pack Go. Richard Rodgers. Oh, wieso lässt er denn den fallen? Ja, ärger dich mal. Meine Fresse, ey. Also diese fallen gelassenen Bälle sind auch richtig nervig. Ach, der erste Block saß da nicht richtig, komm da nicht vorbeigelaufen. Raum von. Nun war ein 2-Yard-Raumgewinn. Achso, ich war ja in der ersten. An der vordersten Stelle wird gemessen quasi. So, jetzt spielen wir mal ganz verrückt die 4 Vertical auf, über links. Mache ich nicht sehr oft. Aber der Pass auf. Wer steht da? Randall Cobb ist gut. Oh yeah, First Down. Green Bay. Und damit halt man den Drive am Leben, das ist wichtig, jetzt in der zweiten Halbzeit. Im zweiten Quarter, erste Halbzeit. Ja, das gibt's doch auch nicht, Alter. Ich lasse es bald wirklich mit dem Laufspiel, ey. Warum macht er da eine riesen Lücke links und er geht da einfach nicht rein? Er läuft da eben noch die 3 Schritte.
geradeaus quasi. Mein Gott. Kurzer Pass auf Richard Rodgers und er macht den First Down, lässt sich da nicht runterkriegen. Klasse. Müsste gereicht haben, oder die Chiefs haben vorab gefolgt. Nein, haben sie nicht. First Down Packers. 2 Minuten 30 noch zu spielen. Machen wir noch einen Lauf, damit wir dann zum 2-Minute-Warning kommen. Jawoll. Reicht sogar fast für ein First Down. Klasse Sache. 2. und Inches. Und 2-Minute-Warning. So, wir werden hier mal gucken, was wir über den Pass jetzt machen können. Kurzer Pass. Devontae Adams, Catch, First Down. Und noch 11 Yards. Jetzt für die Packers. Jetzt wäre es das Schöne, wenn wir mal kein Figo schießen, sondern wenn es jetzt reicht für einen Touchdown. So für die Statistik, ne? So. Gut Yards gemacht für Jones da. Bis zur 3-Yard-Linie. 2. und 3. Und jetzt wird der Platz wieder eng da hinten. Und Jordy Nelson macht den Touchdown, jawoll. Richtig clever, dass ich da ganz schnell geworfen habe. Warte mal, incomplete? Ne, aber wieso steht denn jetzt 2 und 3 da oben? Bin ich wieder verwirrt? Nein, war ein Touchdown. Extra Punkt ist auch gut, damit die 13 zu 3 Führung. So, McKinnon mit dem Touchback. Erster Pass, incomplete, Teddy Bridgewater. Danach ein Sack von Mike Daniels, der zweite im Spiel. Jetzt ein 5-Yard-Run und damit 4. und 12 und wieder der Punt. Und wieder die Packers Offense auf dem Feld. Also die Defense gefällt mir heute richtig gut. Richtig klasse. Nein, incomplete. Ach, hätte ich wieder 2 Sekunden warten sollen, aber wenn das Pad vibriert, jeder NFL oder jeder Madden-Spieler weiß, wenn das Pad vibriert, schlägt es gleich ein. Also werf den Ball los oder hau ab. Oh, der ist jetzt gut. Randall Cobb macht den Catch. Klasse. First Down Packers. Und Rodgers mit 7 von 14 angebracht. Das ist natürlich auch absolut eine schlechte Bilanz. 50% completed. Wir machen es gleich nochmal. Na. Jetzt gibt es eine Flagge. Mal sehen, ob es ein Free Play wird, aber ich denke mal, es ist ein Holding gegen die Offense. Jawohl, 10 hat Strafe für uns. Wer war's? Lane Taylor, linker Guard. Jetzt haben wir 1. und 20. Kurzer Pass. Incomplete. Oh, Mann. Ah, der Linebacker da. Ja, 2. und 20. Corey Lindsay, das Center ist da verletzt. Müssen jetzt mit dem Ersatz-Center spielen. Eine wichtige Position, die da jetzt ausfällt. Und das sind auch wieder kurz vor den Playoffs jetzt. Das ist nicht sehr gut. Jetzt hoher Pass und ja, ich dachte, da fängt ihn noch. Keine Interception, 3. und 20. Holy shit, ey. Wir nochmal versuchen, was will er denn jetzt für ein Spiel zu nehmen? Ey? Will er mich verarschen? Warum machen wir denn nicht weiter? Jetzt kriege ich Laufspielzüge, also verstehe das Coaching einer, wer will. Jordy Nelson, der geht out of bounds. Schade. Schade. 4. und 20. Ja, ärgerlich. Ist halt so, Mann. Und wir punten den Ball.
Da gehen wir jetzt hier kurz vor der Halbzeit keine Schnickschnacks mehr ein. Wir kriegen ja den Ball in der zweiten Halbzeit. Mal sehen, wie gut der Punt diesmal wird. Ja, sieht doch gut aus an den 9 Yard Line oder 8. 7 sogar. Holy shit, richtig klasse. 9 Sekunden noch. Das wird nicht zu schaffen sein für die Minnesota Vikings. 4 Yard Lauf. Und damit zweite Halbzeit. Kickoff und jetzt die Packers auf dem Feld. Klasse Sache. So kann es weiterlaufen. Und apropos Laufen. Gripkowski, mach uns hier mal den Weg frei, würde ich sagen. Ja, und machen da noch ein paar Yards. Glück, schön gekämpft mit Jones. 6 Yard Lauf nach frühem Kontakt. Das ist gut. Und Devontae Adams mit dem Catch bis an die 41 Yard Line. Sehr schön. Schöne Sache. Ich will unbedingt, dass wir dieses Smash spielen, die Corner Routes. Und den fängt er noch. Na, war der nicht auf dem Boden? Das gucken wir uns gleich mal noch in Ruhe an. Das gucken wir uns mal schnell an. Bam. So, Instant Replay ist noch gesperrt. Interception, das war natürlich blöd. Ah, boah, das war auch knapp, ne? Wieso kann ich es jetzt hier nicht replayen? Also, ohne Scheiß, ich kann es nicht mal challengen. Kann ich es jetzt mal? Ne, kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht, ey, das ist ja behindert. Schade. 19 Yards Pass auf Deshaun Dixon. Ja, Deshaun Dix ohne N-I-N hinten. So, 3. und 6 jetzt. Incomplete Pass. 4. und 6 und damit nur 4 Goal Versuch. Der ist gut. 13 zu 6. Das können wir doch so nehmen. War eine blöde Interception, war aber diesmal nicht meine Schuld. Ärgerlich da. Aber okay. Mund abwischen, weiter geht's. Ah, mein, ich bitte dich. Also, wieso kann ich denn da keinen Richtungswechsel machen? Deswegen spiele ich auch diese Corner Routes da nicht, wenn sie so außen spielen, nicht so gerne. Das liegt mir einfach nicht. 2. und 9, aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir nehmen Kopp. Er kommt da nach innen gelaufen und macht den First Down. Klasse Sache. Da war einfach die Defense, stand da so perfekt für diesen Spielzug. Da konnte ich nicht anders. So, wir versuchen es weiter mit dem Laufspiel. Wir nehmen die Zeit von der Uhr. 2 Minuten noch im dritten Quarter, 2 Minuten 30, Entschuldigung. Nächster Laufversuch, Aaron Jones, wieder gut gemacht, ein paar Yards gut gemacht. 3 Yards gefällt mir Carr immer nicht, alles was über 4 ist, freut er sich. Ich meine 3 Yards auch okay, für einen Versuch mal. Kannst ja nicht jedes Mal 4, 5 Yards machen. Kurzer Pass, Richard Rodgers, war der complete? Jetzt haben wir einen Jury-Timeout. Ich hoffe nicht, Richard Rodgers hat sich verletzt, dann haben wir noch keinen Tight-End mehr. Ja, Pass war complete auf jeden Fall. So weiter geht's. Aber hier haben wir wieder dasselbe Problem, ne? Nehmen wir wieder den Spielzug. Einen schnellen Pass auf Randall Cobb. Und der ist gut. Kurzer der ist incomplete, okay. Aber an sich war die Idee ja da. Ihr habt es verstanden, da die Lücke. Diesmal haben aber die Linebacker aufgepasst. Haben aufgepasst. Bam, bam, bam. 2. und 10. Wo sind wir denn? An der 44. Kurzer Pass, aber der war sehr kurz. Richard Rodgers, 3. und 8 jetzt. Da waren sie wieder ganz, ganz schnell da. Heilige Scheiße, ey. So. Jeff Janis frei. Mehr als frei. Macht natürlich den Catch. Oh, was heißt natürlich? Der macht den Catch. Und First Down für die Packers.
Go, Pack, go. So, weiter geht das. Noch 50 Sekunden im dritten Quarter. Ja, wieder kurzer Pass, aber wieder gerochen da vom Linebacker. Mann. 2. und 7, 3 Yards Raumgewinn, wie gerade eben auch. Richard Rodgers auf Rodgers und wieder kurzer Pass, 3. und 2 jetzt. Das nehmen wir doch erstmal so hin. Wir versuchen es mal über den Lauf jetzt den First Down zu erzielen. Wenn die O-Line mitspielt. Oder ganz anders. Wir gehen erstmal ins 4. Quarter. Und jetzt sind die Laufspielzüge wieder alle aus. Oh Leute, ey. Also. Verstehe ich nicht. Mir gefallen aber auch hier die Spielzüge alle nicht. So, wen haben wir hier? Richard Rodgers. Könnte vielleicht auch mal. Jawoll! Und da macht er fast den Touchdown. Schade. Ein Yard hat er nur gefehlt. Guter Block da vom Linebacker. Oh, da kriege ich einen Sack ab, aber es zählt als Incomplete Pass, weil ich schon in der Vorwärtsbewegung war mit dem Ball. Ah, das Spielzug war so schön ausgewählt, da war Aaron Jones frei ganz rechts. Schade. Amaro, Incomplete, unser dritter Teil mit der 89, lässt den Ball fallen. Und schon wieder jetzt der dritte Versuch. So, wer geht denn hier nach außen? Das ist Adams oder Cobb. Wir gehen über die linke Seite mit Nelson und Cobb, denke ich. Und der Verkeilner fängt den Ball. Das ist doch nicht zu glauben, ey. Ja, ich wollte da auf Adams. Der war noch nicht in seiner Route. Hätte ich Jordy Nelson angespielt. Aber ja, vierter Versuch jetzt. Wir nehmen das Field Goal. Erhöhen dann auf hoffentlich 16 zu 6 Punkte. Der ist gut und damit wenigstens ein Two-Score-Game. 10 Punkte vor. Und wir schicken die Minnesota Vikings hoffentlich zum letzten Mal aufs Feld. Kickoff. Wieder ein Touchback. Sehr schöne Sache. So, erster Pass wieder incomplete. Teddy Bridgewater. 2. und 10 haben wir jetzt auch incomplete. 3. und 10. Jetzt Clay Matthew verletzt. Mann, so viel Verletzte von Playoffs. Und der 15-Yard-Pass auf Michael Floyd. First Down. Nächster First Down durch Murray. 4-Yard-Lauf jetzt. Incomplete Pass, 2. und 10. Jetzt haben wir 3. und 2. Jawohl, 3 Yard Lauf, das reicht. Jetzt haben sie mal einen guten Drive hier. 16 Yard Pass. Und der nächste Sack durch Mike Daniels. Nummer 3, Teddy Bridgewater, wieder verletzt, muss wieder runter vom Feld. Erstmal und dann der 24 Yard Pass. Ja, wer wirft denn jetzt eigentlich? Steht nicht da, ne? Extra Punkt ist gut, haben einen Touchdown gemacht, das wurde wieder nicht angezeigt. Also das System hätten sie ein bisschen besser machen können, dass da der Touchdown besser angezeigt wird. Ich kann es nicht so viel hier im Blick haben. Egal. 13 zu 16 jetzt die Führung noch für die Packers. Noch 4 Minuten zu spielen. Oh, da waren sie aber auch schnell unterwegs. 4 Minuten muss ich jetzt hier von der Uhr nehmen oder halt einen Touchdown machen. Oh, Jones kommt da durch. Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Aber er schafft es, er schafft es, er schafft es, er schafft es, er schafft den Touchdown! Woo! Running Touchdown, Aaron Jones, 57 Yards. Was willst du mehr? Richtig klasse. Und damit bleibt die 10-Punkte-Führung für die Packers bestehen. Wenn der Extrapunkt gut ist, Mason Crosby, jawohl, 23 zu 13. So, Incomplete Pass, wieder durch Bridgewater, jetzt spielt wieder, also alles gut. Pass geblockt, Josh Jones unter Strong Safety, auch ein Rookie. So, sind wir schon wieder beim First Down. Interception durch Emma, also
Brooks, Amar Brooks. Ja, die waren wieder schnell unterwegs in 40 Sekunden hier. 3 Minuten 22 noch. Ja, und jetzt müssen wir wirklich bloß noch hier die Uhr verwalten. Und da kommt der Middle Linebacker wieder an. Eric Kendricks mit der 54. Nur 2 Yard Raumgewinn. Jetzt gibt es wieder so eine Geh nach Außenrouten. Warum? Ist doch voll Quatsch. Warum soll ich denn jetzt out of bounds gehen und die Uhr sinnlos anhalten? Nein, Interception! Nein! Nein, ich komme da nicht ran. Rodgers läuft da. Oh, das ist doch nicht zu glauben. Und so schnell wechselt wieder das Momentum. Oh, ey, das gibt es doch nicht. Das ist doch nicht zu glauben. 21, 23 jetzt. Pff. Tja, nix war's mit einer sicheren Führung. Wir machen das Spiel wieder knapp. Boah, da wieder der festhält mit einer Hand, ne? Also mit einer Hand. Und ich komm's einfach nicht vorbei. Ein Jahr Traumgewinn, ja. So ist es, so ist das. Aber wie gesagt, nächster Pass könnte nächste Interception sein. Und ihr seht halt, so schnell geht das. Und dann haben wir das Spiel am Ende doch noch gewonnen, obwohl wir die ganze Zeit gut dastanden und in Führung lagen. Kurzer Pass, incomplete. Oh, wieso denn das wieder, ey? Meine Fresse. Es regt mich so auf. Dritter und 9 schon wieder. Mann, Mann, Mann. Nein, Interception Nummer 2 in Folge. Der wird diesmal geblockt, aber natürlich haben sie jetzt hier 2-Minute Warning noch und eine mega Feldposition. Und schon ist das Spiel gedreht und schon kotzt es mich wieder richtig an. Touchdown gleich gemacht. 27, 23 Führung und jetzt hier der Muss, ein Touchdown zu erzielen im 1,46. Keine Chance. Ich habe das schon beim Werfen wieder gesehen, die Interception. Der fängt den Ball natürlich dann in so einer Situation und lässt ihn mal nicht so aus Versehen droppen. Kurzer Pass. Der ist complete. Erster First Down. Jetzt kriege ich ja nur Läufe und Kurzpassspiele. Also wirklich, was soll denn der Mist, ey? Kurzer Pass, incomplete. Ja, genau. So, wir müssen ja die Zeit überbrücken. Randall Cobb ist da frei. Läuft da an die 44-Yard-Line. Wir werden es gleich nochmal machen. Gucken, ob sie drauf reinfallen. Randall Cobb wieder frei, klappt wieder. Oh, Fumble! Und wieder der Ballverlust. Ja, steckst du nicht drin, ey. Und das Spiel, ja, das geht verloren gegen die Minnesota Vikings. Es sei denn, die Defense macht jetzt hier ein Big Play. Aber sie laufen natürlich den Ball, laufen die Uhr runter. Ja, bei denen klappt das. Die machen dann noch bei 3 Läufen ein First Down. Bridgewater geht jetzt aufs Knie. Wir nehmen unsere Timeouts und das Spiel ist vorbei. Und ich bin mega bedient. Ja, Rodgers auch. Und damit die Playoff-Teilnahme jetzt mehr als in Gefahr. Und es war so, sah so gut aus am Ende, aber ich weiß auch nicht, wie ich das hier anders spielen soll. Wie gesagt, ich schaffe es nicht zu laufen mit 3 Versuchen für ein First Down. Das klappt in den seltensten Fällen. Entweder ich habe einen Big Lauf oder halt nur Grütze. Holy shit, ey. Merkt, ich bin bedient. Ja, lasst mir noch ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über einen Kommentar und über ein Abo. Und ja, ich bin der Flo, ich bin raus.